Lieber Thomas Henke, lieber Johannes Rauchenberger, liebe Frau Offrich, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich Sie hier alle zur Premiere des Films der letzten Zuflucht in der Katholischen Akademie begrüßen kann. Thomas Henke ist, das darf ich wirklich sagen, ein besonderer, ein wirklich großartiger Film gelungen. Und für die Katholische Akademie in Berlin ist das ein großes Geschenk, lieber Thomas, dass wir hier die Premiere mit dir begehen können. Es geht um letzte Zufluchten in diesem Film, um jene, die offene Türen haben und jene, die keine offenen Türen haben. Es geht um Sprache und Fantasie, um Verwundungen, an die niemand herankommt, um Einsamkeiten, Erschöpfungen, Müdigkeiten, um das Positive auch und das Schöne, das erfreut und das ist der Erschatten, das Schöne und das Positive, das nicht auszuhalten ist und das nicht ändern können der Geschichte. Und es geht um vieles, vieles andere mehr. In der Reihe der beeindruckenden Filme und Videos im Schaffen von Thomas Henke ragt dieses Werk heraus. Und ich danke Johannes Rauchenberger sehr, dass er, der das Werk von Thomas Henke sehr gut kennt, uns gleich in diesen Film einführen wird. Aktuell dürfte es niemanden, dazu noch so theologie- und kunstkundig wie er ist, geben, der ihn häufiger und vor allem intensiver gesehen hat, diesen Film von Thomas Henke. Die Preview des Filmes fand im April 2019 im Kulturzentrum der Minoriten in Graz statt. Also das ist gut anderthalb Jahre her. Nun also hier die Premiere in der Katholischen Akademie und wir werden den Film einen ganzen Monat lang unten in der Akademiekirche zeigen. Und da gehört er auch hin. Auch die Kirche ist ein Ort der letzten Zuflucht. Johannes Rauchenberger ist Kunsthistoriker, promovierter Theologe und Autor. Er leitet, das verwundert ihn allesamt am meisten, schon seit 20 Jahren das Kulturzentrum bei den Minoriten in Graz. Und er ist ein Autor eines Opus Magnum, das ich Ihnen allen sehr ans Herz lege, wenn Sie gut bei Kasse sind, 3 Bände. Gott hat kein Museum, Religion in der Kunst des beginnenden 21. Jahrhunderts. Also wenn Sie sich ein Museum in Buchform kaufen möchten und einigermaßen bei Kasse sind noch, dann kaufen Sie sich das Paderborn 2015. Das Kulturzentrum der Minoriten ist nach wie vor, würde ich sagen, die interessanteste Adresse in Europa für diejenigen, die an dem Verhältnis von Religion und zeitgenössischer Kunst interessiert sind. Also allein dieses Kulturzentrum rechtfertigt eine Reise ins schöne Graz. Johannes Rauchenberger erschließt die Kunstwerke von innen her mit präziser Anschauung und einer klärenden Reflexion, die nahe an den Phänomenen bleibt. Und zwar in der Spur sehr langer, ich habe es gesagt, mindestens 2 Jahrzehnte kuratorischer Erfahrung und vor allen Dingen in einer sehr treuen Bindung an die Künstler, die er schätzt, die er immer wieder ausstellt und in seinem Haus, eben jenem Kulturzentrum, begleitet. Den abstrakten Außenblick, lieber Johannes, das darf ich vielleicht so pointiert sagen, auf Kunst kannst du nicht leiden, elegantes Premierengeplauder ist dir verhasst, und das Verhältnis von Kunst und Religion ist dir zu wichtig, als dass man damit leichtfertig umgehen könnte. Der Film der letzten Zukunft wird gezeigt, Sie haben das dem Programm und der Einladung entnommen, in Memoriam Udo Radek. Und ich freue mich sehr, dass Sie, liebe Frau Offrich, Lebensgefährtin, langjährige Lebensgefährtin von Udo, heute Abend bei uns da sind und uns zu Gast sind. Udo Radek ist am 25. August gestorben. Und er hat als Tonmann viele Projekte von Thomas Henke begleitet und für den Ton Verantwortung getragen. Wobei ich diese Formulierung fast schon für irreführend halte. Udo Radek hat, so möchte ich es formulieren, die Verantwortung für die Stimmen gehabt. All jener Protagonisten, die im Rahmen der Filme und Videos von Thomas Henke, und er hat viele begleitet, ich nenne nur die Porträts 1.13, der Film Felicitas Hoppe sagt und eben jetzt den Film der letzten Zuflucht,
jener Protagonisten, die Thomas Henke zusammen mit ihm porträtiert hat. Und eine Stimme ist weit mehr als die Addition von Tönen. Denn in der Stimme verbirgt und offenbart sich der Geist und das Geheimnis einer Person, die sich zu äußern wagt und dennoch bei sich bleibt. In der Innerlichkeit, im inneren geistigen Raum, in dem, was wir die Seele nennen, gehört die Stimme zu den prägendsten Elementen. Im leise flüsternden Selbstgespräch oder lauter und vernehmlicher in der hartnäckigen Stimme des Gewissens, die wir alle kennen. Diese merkwürdige Stimme des Gewissens, die wir so leicht nicht loswerden, auch wenn wir das gerne möchten. Vielleicht ist es vor allem die Stimme, die bleibt und uns zu der Hoffnung berechtigt, dass die Abschiede, die uns in einem Leben zugemutet werden, nicht endgültig sind, sondern dass etwas bleibt. Ich hatte das große Glück, bei einigen Projekten von Thomas Henke mitwirken zu können. Und da habe ich auch Udo kennengelernt. Und sehr intensiv erinnere ich mich an eine Begegnung mit Udo Radek im Januar 2015 im Kloster Herstelle. Im Rahmen der Porträts 1.13 nahmen wir das Gespräch mit der Benediktinerin Corona Bamberg auf. Damals war Corona Bamberg schon sehr weit in den 80ern, also fast an der Schwelle zu den 90ern, ist richtig? Weit an der Schwelle zu den 90ern. Und das war für uns alle, die wir dahin gefahren sind, eine packende und einmalige Begegnung mit einer tief frommen und überaus nachdenklichen und behutsam präzise formulierenden Ordensfrau. Alle ihre Sätze waren durch jahrzehntelanges Leben im Kloster beglaubigt. Und sehr gut erinnere ich mich an die behutsame Sorgfalt, mit der Udo die Tonaufzeichnung machte, seine lauschenden, gespitzten Ohren, seine Zugewandtheit, seine Freude über das, was er hier hörte und über sein verschmitztes Lächeln bei der Frage, ob denn alles gut geworden sei. Ja, es sei alles gut geworden. Und das Knirschen des Gebisses und das wiederkehrende Magenknurren der 80-jährigen Benediktinerin würde sich leicht retuschieren lassen. Und Udo Radek war hingerissen, wie Thomas Henke und ich auch, von dieser weisen Benediktinerin Corona Bamberg, die ja nun auch gestorben ist. Ich glaube, vor 2 Jahren ist es jetzt schon her. Und Thomas Henke und Udo und ich waren schwer beeindruckt von dieser Begegnung. Thomas Henke hat Udo Radek die Stimmen der Protagonisten seiner Filme anvertraut und damit vielleicht das Kostbarste, was die Filme von Thomas Henke geborgen haben, die Stimmen der Protagonisten. Thomas Henkes Filme und Videos nähern sich Lebensgeschichten und den in diesen Lebensgeschichten enthaltenen Fragen und Antworten, ihrem nie endenden Wechselspiel und ineinander in sehr intimen Momenten des Lebens. Also die Werke von Thomas Henke gehen immer an die intimen Momentpunkte des Lebens. Das Gesicht, das Porträt und die Stimme im Porträt fügen sich hier mit Geduld und Diskretion zu einem Videoporträt, zu einem Filmporträt. Und Fragen und Antworten passieren den Korridor, der vom Kameramann und vom Tonmann flankiert werden. Und die Stimme des Tonmanns Udo Radek, und damit möchte ich schließen, viel zu selten bin ich ihm begegnet. Die letzte Begegnung war, ich konnte das rekonstruieren, am 19. März 2017 in Hannover. Du erinnerst dich, Thomas, bei dem Film Felicitas sagt. Aber der Eindruck seiner Stimme ist mir sehr geblieben. Eine Stimme, in der vor allem das Fragen, alles falsch, Dringende, Drängende, verloren hat. Das diskrete und leise Fragen war, so schien mir, die selbstverständliche Lebenshaltung von Udo Radek. Vielleicht ganz natürlich angesichts der vielen Stimmen, die er in seinem Leben aufgezeichnet und lauschend gehört hat. Also in Memoriam Udo Radek, dieser Film, ich freue mich wirklich sehr, dass Sie zu uns gekommen sind. Der Film wird unten in der Kirche gezeigt, Die letzte Zuflucht. Wir denken an Udo Radek. Und jetzt aber
Lieber Johannes, danke, dass du den ganz weiten Weg von Graz auf dich genommen hast. Wir konnten gestern noch mit dem Auswärtigen Amt oder vorgestern telefonieren und mit der österreichischen Botschaft. Der Weg war frei. Im Moment sind ja diese Reiseregelungen etwas tückisch. Man weiß ja nie, was gerade gilt. Lieber Johannes, es freut mich wirklich sehr, dass du nach der Preview in Graz jetzt hier zur Premiere sprichst. Und dir, lieber Thomas, und damit möchte ich schließen, einfach herzlichen Glückwunsch zu diesem großartigen Film. Uns allen einen faszinierenden Abend und herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, gleich vorweg, dieser Film ist hart zu ertragen. Er dauert zwar im Gegensatz zu seiner älteren Schwester, dem Film der Antworten, nicht 4, sondern nur 2 Stunden, doch wenn man ihn gesehen hat, hatte man auch hier das Gefühl einer ganzen Ewigkeit. Ich gebe zu, dass ich anfangs, als mir von Thomas Henke, es war um Weihnachten 2018, dieser Filmessay angeboten wurde, lange gebraucht habe, um überhaupt diese 2 Stunden freizuschaufeln. Nachdem ich kurz hineingehört hatte, denn als Berieselung taugt er nicht. Die Zeit muss zur Verfügung stehen. Doch dann entschied ich sehr rasch und setzte ihn in der K-Woche des darauffolgenden Jahres als einen großen Schwerpunkt in unserem Kulturzentrum in Graz an. Es ging auch um die Besetzung von Zeit, der Passionszeit, hinein in den Karfreitag und hinein in den Karsamstag, in dessen Zeit dieser Film seinen wirklichen Ort hat. Das war die Preview. Ich habe diesen Film damit vermutlich nun fast 10-mal gesehen. Ich habe diesen Film rund 20 Stunden wahrscheinlich dadurch gesehen, also umgerechnet, in denen ich mit diesen letzten Fragen unmittelbar konfrontiert war. Ich habe mich also immer hineingesetzt, nicht sonst wie Regisseure nach der Begrüßung immer rausgehen, sondern ich habe mich da immer auch dazugesetzt. Es war auch für mich sehr berührend, weil in diesen Tagen lag auch meine Mutter im Sterben. Ich habe sie immer vorher besucht, bin dann nach Graz gefahren und habe mich mit diesem Film konfrontiert. Heute nennen wir die Vorführung die Premiere. Ich sage das, weil es nicht nur die Zeiträume markiert, die es gebraucht hat, den Filmessay in den unselig kairotisch zu nennenden Gesprächen einzufangen, sondern auch jene, ihn zu zeigen. Dazu braucht es Orte, dazu braucht es Menschen, die bereit sind, sich den Themen, denen sich dieser Film stellt, ebenso zu stellen. Es geht um Tod. Es geht um Liebe, die zerstört werden muss. Es geht um Sprache, die selbst in der letzten Zuflucht genommen werden kann. Es geht, wie in unserer notwendigen Gegenwartsdebatte, nicht nur um horizontale, sondern es geht um vertikale Fluchtbewegungen. Es geht also um letzte oder, wie das die christliche Theologie über mehr als 1000 Jahre reflektiert hat, um eschatologische Fragen. Wo finden wir die letzte Zuflucht? Wo werden wir die letzte Zuflucht finden? Wo können, wo dürfen, wo sollen wir die letzte Zuflucht finden? Der Film setzt ein, als wäre man in einer toten Stadt. Es kommen Metallgehäuse ins Bild, übereinander geschachtelt, mit Öffnungen, Fenster, Türen. Menschenleer, ohne Inhalt, nur Hüllen. Der Ton, den Sie dann unten hören, ist dem kosmischen Rauschen entnommen. Es ist jener Ton, den die NASA von der Sonne aufgenommen hat. Und im Abspann erfährt man es auch, Metropola, Exit City, von Lorenz Estermann. Die Zufluchtsstadt kommt immer wieder ganz ephemer ins Bild. Sie ist noch unbewohnt. Oder ist sie ein Ort, wo die Menschen, die hier in diesem Film zu Wort kommen, Zuflucht suchen werden? Die Frage ist nicht von ungefähr, denn bald wird man gewahr, dass die Porträts, die hier von Thomas Henke ins Bild gesetzt werden, nicht einfach direkt wiedergegeben sind, sondern anfangs und immer wieder auf Wänden projiziert sind, und zwar in Raumsituationen von offensichtlichen Gebäuderuinen.
Projektion an Wänden. In Vorprojektionszeiten der Menschheit hätte man zumindest seit Platon dazu Schatten gesagt. Die Rahmenhandlung ist eine Reise, die von einem Vater erzählt, der zu Beginn des Films in ein kleines Wohnmobil steigt, in dem er fortan bleiben und erzählen wird, die ganzen 2 Stunden über. Er, ein unscheinbarer älterer Herr mit gepflegtem weißen Bart, wird sozusagen zum Star des ganzen Films. Es muss, so hat es mir Thomas Henke erzählt, ein absoluter Kairos genannt gewesen sein, dass er seine Geschichte erzählt. Mit diesem Reisemobil hat er und seine Frau mit ihrem gemeinsamen Adoptivsohn viele Reisen gemacht. Das ist die Story, nicht mehr. Doch innerhalb dieser lapidaren Feststellung liegt ein sein ihr ganzes gemeinsames Leben. Ein Leben vollster Hingabe an ein Kind, das sie zu sich genommen hätten. Diese Vater-Sohn-Geschichte durchzieht die dokumentarisch-poetische Filmerzählung wie ein roter Faden. In ihrem Verlauf wird sie verschiedene parallele Suchbewegungen beschreiben, aber auch Zwischenstationen erreichen, etwa eine Palliativstation, eine Kinder- und Jugendpsychiatrie und die Begegnung mit einer Frau, deren letzte Zuflucht die Sprache geworden ist, obwohl ihr, bedingt durch ihre tückische Erbkrankheit, diese Sprache mehr und mehr genommen wird. So sehr, dass nur mehr ihre Sprachtherapeutin sie für uns übersetzen kann. Und schließlich kommt auch eine ehemalige Äbtissin ins Bild und zu Wort, Mutter Luitgardis Hecker aus der Benediktinerinnenabtei Mariendonk, die eine letzte Zuflucht aus der Perspektive christlicher Spiritualität und auch spekulativer Theologie beschreibt. So wie der bekannte Philosoph Thomas Machau und die Schriftstellerin Felicitas Hoppe. Der Spur ihrer persönlichen Erfahrungen folgend, streuen sie in der Gesamtdramaturgie des poetischen Filmessays zentrale Dimensionen letzter Zufluchtsbewegungen ein. Der Beginn ist also eine Erinnerung, eine Liebe zu Kindern. Vor allem zu solchen, die keine Eltern haben, sei es, dass es diese nicht gibt, sei es, dass diese sie zur Adoption freigegeben haben. Der Vater hatte sich, wie er aus seiner Erinnerung holt, schon immer gewünscht, ein Kind zu sich zu nehmen, selbst wenn sie kein eigenes bekommen könnten, wie er sagte. Da ist so viel Vertrauensüberschuss für das Leben dabei, die es ja trotz aller Verzweiflungen, die dieses Leben auch mit sich bringen können, gibt. Und dieser Vater ist einer davon. Eigene Kinder konnten sie, also seine Frau und er, keine bekommen. Und so entschieden sie sich nach einem langen Entscheidungsprozess zur Adoption. Irgendwann war es soweit. Sie waren gut vorbereitet, sagt er, auch dazu, dass sie als zukünftige Eltern auch zur Projektionsfläche werden würden für all das, was ihr zukünftiges Kind bereits an Traumata in seinem Leben erlebt haben würde. Das sind also Erfahrungen, die, ich zitiere ihn, wir nicht zu verantworten haben, die wir nicht herbeigeführt haben, die wir aber aushalten und verarbeiten müssen. Und dann beginnt die Reise des Erzählens aus der Perspektive des Rückblicks. Um die Spannung gleich mal rauszunehmen, das Kind, das während der Zeit des Drehs bereits ein 18-jähriger Jugendlicher ist, will sich das Leben wieder nehmen. Sein ganzes Leben erscheint als eine Art von Selbstvernichtung. Das ist die Voraussetzung dieser Erzählung. Eine Perspektive des nach menschlichen Ermessen formulierten Scheiterns. Ein ganzes Leben elterlicher Hingabe liegt zurück. Mit 13 rutscht das Kind ins Drogenmilieu ab, wenige Zeit später landet es auf der Straße, das Kind also, in das man über all die Jahre seine ganze Liebe hineingesteckt hatte. Doch auch das sei vorweg gesagt, selbst dieses
Scheitern wird in der poetischen Erzählung des Regisseurs, der eine derartige Geschichte erst einmal finden muss, transzendiert. So sehr, und ich lehne mich dabei sehr weit hinaus, dass dieser Film auch einen zeitgenössischen Beitrag zur langen Geschichte des christlichen Gottesbildes leistet. Der weise Mann mit Bart, den man in der Diskussion um Bilderverbot und Gottesbilder so leichtfertig und zynisch, auch in der Theologie, aus dem Gedächtnis fegen wollte, hat hier einen Kontrapunkt erfahren, den man nicht so schnell löschen sollte. Der Film erzählt von Liebe, von Nachsicht, von tragender Last, von Schuld, von Zurückweisung und nicht zuletzt von Gnade. Die Bedingung dafür freilich ist, sich 2 Stunden des Lebens im üblicherweise übervollen Terminkalender Zeit zu nehmen, sich diesen Film tatsächlich auch anzuschauen. Finden. Der Mann, besser gesagt der Vater, der so unendlich gütig spricht, wie er aussieht, ist John, das wird sich, wie schon oben angedeutet, im Film wiederholen, als Projektion in einem Raum abgebildet. Dieses filmdramaturgische Verfahren verknüpft diese im Film gezeigten Menschen mit jenem ephemeren Raum der Exit City, die wir zu Beginn gesehen haben, die wir als Betrachterinnen und Betrachter eben ganz zu Beginn hier im Bildschirm auch schon gesehen haben. Ich zitiere ihn: Wir hatten immer die Situation, dass die Geborgenheit gebrochen werden musste. Ich habe sehr lange gebraucht zu verstehen, dass jemand eine Geborgenheit auch nicht aushalten kann. Dass man sie zwar genießen kann, aber dass man sie am Ende wieder zerstören muss, weil man es nicht aushalten kann, weil man es vielleicht auch nicht verdient hat. Das war unser tägliches Brot, dass wir am Ende eines schönen Erlebnisses auch erfahren mussten, es ist unerträglich. Liebe, die nicht ausgehalten werden kann, Geborgenheit, die gebrochen werden muss, Schönheit, die zerstört werden muss. An dieser Erfahrung der Ablehnung, der Zerstörung sitzt ein Mann gegenüber, der trotz all dem, was er und seine Frau erfahren hat, nicht zerbrochen ist, sondern verstehen will, was passiert ist. So kommt denn auch der Satz, der unendlich wehtut. Er wollte sterben, letztendlich, in Gedanken. Das ist erst einmal ein Gedanke, den man akzeptieren muss. Und weiter: Man muss akzeptieren, dass es diesen Wunsch gibt, vielleicht nicht zu existieren. Thomas Henke führt uns mit diesem Satz in die Räume einer Jugendpsychiatrie, wo eine junge Frau von ihren Angst- und Abgrunderfahrungen erzählt. Es ist das erste szenische Intermezzo für die Rahmenhandlung, dem noch weitere folgen werden. Die unterschiedliche Zugänge und Interpretationsmuster letzter Zuflucht spiegeln Sprache, Theologie, Philosophie und Poesie. Doch zunächst ist das ganz harte, scheinbar ausweglose, verzweifelte, aber vor allem junge Leben an der Reihe. Ein heranwachsendes Mädchen, Stella, kommt ins Bild, mit Pickeln übersät, doch ist sie imstande, sehr klar von ihrer seelischen Not zu sprechen. Ich zitiere sie: Ich sage ganz oft, mein Körper lebt zwar noch, aber meine Seele, die ist tot. Selbstverletzung sieht sie als Ausdruck von Selbstbestrafung. Ich habe mich eine lange Zeit selbst verletzt. Ich habe es dann an mir ausgelassen. Der Grund für diese Selbstverletzung: Schuldgefühle, sich selbst gegenüber. Ich dachte, ich bin daran schuld, also habe ich es an mir ausgelassen. Natürlich, sie denke auch an Zukunft, dass sie einmal etwas erreichen wolle, vielleicht einmal eine neue Familie gründen wolle. Doch die Möglichkeit, aus dem Leben auszuscheiden, stehe immer wieder an. Und dann der Gegeneinwand: Wenn ich jetzt sterben gehen würde, dann tue ich ja auch meiner Familie weh. Die Frage des Warum des Leids, im Existenziellen wie im Politischen, ist so alt wie die Menschheit selbst. Das Buch Hiob, die Pestepidemien des späten Mittelalters, das Erdbeben von Lissabon, die gegenwärtige Weltsituation der Corona-Pandemie sind nur 4 grobe Zwischenstationen der Reflexion darüber. Wenn die dunkle Nacht auf ein Menschenleben trifft, so ist nur dieses so wichtig wie der Rest der Welt. Warum, sagt sie, hat mich das getroffen?
sagt dieses Mädchen, das so offensichtlich nicht glücklich werden darf. Ja, es stimmt sie traurig, dass andere so ein gutes Leben haben. In diesem ersten Eintauchen in die Depression hat Thomas Henke freilich nicht auf die Natur vergessen, auf das unwiderstehliche Werden im Frühling, und so werden die Apfelblüten des Frühlings nicht nur real gefilmt, sondern auch in abbruchreifen Gänge projiziert. Die psychische Enge, die dieses Mädchen erlebt und in ihrem Interview zur Sprache bringt, wird durch diese Bilder unterstützt. Und dann ein kleines Funken Frühling. Was könnte in der Situation psychischer Enge helfen, aus ihr zu entfliehen? Was ist eine letzte Zuflucht für dieses Mädchen? Und sie sagt dann, wenn es mir dann gelingt, das Zimmer aufzuräumen, versuche ich mich hinzulegen und mir vorzustellen, dass es einen ganz anderen, ganz sicheren Ort gibt. Sie stellt sich den Ort vor, schließt ihn ab, geht etwas kochen, dreht das Licht an, LEDs, spielt mit ihrer Katze. Der Jugendpsychiater Fritz Handerer, den Thomas Henke in der Folge vor die Kamera holt, redet nicht um den heißen Brei herum. Er ist mit Geschichten konfrontiert, die jedes menschliche Vorstellungsvermögen sprengen. Gerade wenn es Situationen gibt, und es gibt sie, dass Schicksalsschläge, Schwersterkrankungen, Todesfälle kumulieren. Dann sagt er, vielleicht ist die Zuflucht dann sicher geben. Er sagt das ohne falsches Trostgerede. Er räumt auch mit einem Imperativ der Therapiegesellschaft auf, alles zu besprechen, den Verdrängungen der Seele ihr ungebetenes Licht zu geben. Er sagt, es gibt auch ein Recht auf ein Nichtwissen. Es gibt auch ein Recht, in meiner Zufluchtswelt zu bleiben. Verdrängung, sagt er, sei etwas ganz, ganz Wichtiges. Die Fähigkeit zu verdrängen ist die existenzielle Grundlage unseres Lebens. Nachdenklichkeit stellt sich ein, wenn er darüber nachdenkt, warum die Kinder, mit denen er konfrontiert ist, so unendlich traurig sind. Dann sagt er, der Egoismus der Erwachsenen, dem die Kinder in so verschiedenen Formen ausgeliefert sind, ist eigentlich der, der mich wirklich verzweifelt macht. An dieser Stelle setzt Klaviermusik ein. Das Stück ist vom Regisseur im Schnitt wohl mit Bedacht gewählt. Ein Klagelied, vertont von Johann Sebastian Bach, während die Kamera durch den Park schweift. Bach-Kenner wissen zu der Melodie auch zu texten. Ich rufe zu dir, Herr Jesu Christ, ich bitte, hör mein Klagen, verleih mir Gnad zu dieser Frist. Lass mich doch nicht verzagen. Den rechten Weg, o Herr, ich mein, den wollest du mir geben, dir zu leben, meinem Nächsten nütz zu sein, dein Wort zu halten eben. Was man freilich nicht hört, ist der Text selbst. Dafür schwebt die Kamera über dem Park, schwebt die Erinnerung des Vaters an den kleinen Sohn herbei, dass dieser sich als kleines Kind Welten gebaut habe. Welten, sagt er, aus Spielzeug und Tieren, keine Menschen. Tiere, die keine Emotionen kennen. Insekten, Amphibien, Reptilien. Tiere, bei denen es keine Liebe gibt. Wo das Neugeborene sofort selbstständig ist. Wo es keine Mutterliebe, kein Erziehen, kein Aufwachsen gibt. Es waren anarchische Welten, in denen es keine Ordnung gab, die ihn aber fasziniert hätten, erinnert er sich. Die Beschäftigung mit diesen Tieren war in den ersten Jahren der Lebensinhalt dieses Knaben. Das Davorsitzen, wie die Libelle aus ihrer Wasserhaut schlüpft. Es war ein ganz tiefes Einsinken, erinnert er sich. Dieses Erlebnis entstehenden Lebens hätten sie immer wieder nachgespielt. Die Libelle, der Schmetterling, wie er aus der Bettdecke meiner Frau hervorkroch und ein Schmetterling war. Ich weiß nicht, wie oft wir dieses Geborenwerden gespielt haben. Über das Leben zu staunen, auch wenn sein geliebter Sohn am Ende eben dieses Lebens nicht, am Ende dieses Leben eben nicht mehr wollte, das ist die Erinnerung in diesem Filmabschnitt. Die nächste Unterbrechung im Fortgang des Films kommt von einer Nonne. Sie spricht wie aus einer anderen Welt. Eine ehemalige Äbtissin, wie gesagt, aus der Benediktinerinnenabtei Mariendonk, die schon im Film der Antworten eine der tragenden Rollen gespielt hat,
beschreibt aus der Erfahrung des kontemplativen Lebens, welches sie dem Gebet und der theologischen Wissenschaft gewidmet hat, den inneren Raum. Denn jeder, wirklich jede und jeder habe, sagt sie. Jeder Mensch sei ein ganz eigenes Wesen, ganz anders als jede und jeder andere. Man könne dem anderen letztlich keinen Schutz gewähren, weil einem der andere an irgendeiner Stelle fremd bleibe. Und Fremdsein erzeuge Angst. Unser erster Schutzraum, sagt sie, sind wir selber. Mutter Luitgardis ist sich sicher, und an dem Punkt rutscht die so gewählt Formulierende sogar in den Dialekt ab. Sieht die Stelle? So sage ich mal, weil ich ja glaub, ja? Dass jeder Mensch von Gott diese Einmaligkeit bekommen hat, in der er diesen Raum hat, den er wirklich braucht. Gott, so meint sie, schütze diese Einmaligkeit und deshalb sei er auch der Einzige, der diesen Schutz gewähren könne. Das mag spekulativ und spirituell bewegend sein, im Schnitt des Films ist das freilich eine starke Aussage. Was ist aber mit jenen, die diesen Raum wie das Mädchen vorhin als einen einzigen Raum der Angst erleben? Den Grund für die Ängste sieht die spirituelle Frau im mangelnden Wissen um die Einmaligkeit, bis hin zur Sucht, jemand anderer sein zu wollen. Schutzraum für den anderen könne man nur sein, wenn man den ureigensten Schutz und Freiraum für den anderen lasse. Man könne helfen zu öffnen, hineingehen, aber könne und dürfe man nicht. Selbst, Zitat, in der Folter und in der Gehirnwäsche bleibe der Mensch noch etwas ganz Einmaliges. Nein, sagt sie, der Zuspruch des einzigen Garanten für diesen eigenen Schutzraum sei, du bist einmalig, du bist geliebt. Und dieses Vertrauen wächst, dass der mir das sagt, weiß, dass es so ist. Letztlich, sagt sie, sei das der Weg der Liebe, aber einer Liebe, die den anderen in diesem Freiraum respektiere und in diesen Innenraum freilässt. Dieser Raum schützt nur durch seine Lehre, pflichtet der Philosoph Thomas Macho bei. Freilich, ohne diese Aussage real im Interview von der Vorgängerin auch gekannt zu haben. Der Aufenthalt in Zwischenräumen auf Reisen, in ortlosen Räumen, in Nichträumen und das Erreichen können des inneren Lebens stünden in einem inneren Zusammenhang, beobachtet Thomas Macho, während die Kamera durch seine Berliner Wohnung und über Berge von Büchern streift. Diese Orte, wo es ihm mitunter leicht vorkomme, in den Ort einer solchen Leere vorzustoßen, seien selbst schon durch die Bewegung und durch die Ausweghaftigkeit definiert. Sie hätten keine konkreten und auch keine positiven Qualitäten. Die Leere, sagt er, ist jener Zustand kurz vor dem Einschlafen, wenn der Tag und die Räume weggleiten und wenn man keinen Inhalt hat, den man festhalten kann. Die Bücherwände Machos und die Exit City verschwimmen. Was aber, um noch einmal nachzufragen, wenn dieser Raum, von dem eben die Rede war, so unbekannt, so devastiert, so verletzt ist, dass es für eine mögliche Heilung nicht reichen wird? So sehr sich die beiden Adoptiveltern später auch bemüht haben über die ersten Jahre ihres Adoptivsohns, wo sie eben nicht die Eltern waren, über diese Zeit könnten sie nicht, wie er sagt, verfügen. Was üblicherweise mit frühkindlicher Verwahrlosung beschrieben wird, hat enorme Auswirkungen auf die Ich-Identität des späteren Lebens. Ich weiß nicht, was da gewesen ist, und er weiß es auch nicht. Es bestimmt sein Leben, aber er kann es nicht erkennen. Und dann, wir hatten immer die Hoffnung, dass ein Mensch so stark werden kann, innerlich, dass er mit seinen ganzen Schmerzen leben kann.
Aber immanent hatten sie in all den 18 Jahren auch die Angst, dass es nicht so sein wird. Es war für mich sehr schmerzlich zu sehen, wie sich die Welt langsam verabschiedete, sagt er. Die Konsequenz, sich in andere Welten hineinzutransportieren, durch Medikamente, durch Drogen. Denken, Nachdenken kann für mich niemals ein Zufluchtsort sein. Versprüht ausgerechnet die Schriftstellerin und Büchnerpreisträgerin Felicitas Hoppe, die heute Abend den mit 50.000 Euro dotierten großen Preis des Deutschen Literaturfonds erhält. Es müsse veräußerlicht werden, aufstehen, gehen, dann sei der offene Raum die Zuflucht. In Zeiten des Corona-Lockdowns möchte man hinzufügen, dass sich diese Aussage wahrlich bestätigt. Bändigen fällt er höchstens ein, wenn Gedanken seinen freien Lauf nehmen. Die Dichterin führt mit sich vor allem Selbstgespräche. Sie kritisiert sich selbst, tröstet sich, nimmt so, Zitat, eine Abrückung vor. Künstler, so Hoppe, hätten es leichter. Denn mit wenigen Mitteln könnten sie sich eine Welt einrichten, einen Text schreiben, ihm ein Haus kaufen, kann sie vielleicht auch bald mit diesen Summe, es sogar besitzen können, was in der Realität niemals denkbar wäre. Sagt sie, das ist ein ganz großartiges Mittel. Kunst ist ein Möglichkeitsraum, ein Raum der Wunscherfüllung. Manchmal denke ich, dass Kunst das einzige Mittel ist, das uns das Leben wirklich überstehen lässt. Für Felicitas Hoppe ist die Welt, in der wir leben, die Vorlage dafür, dass wir uns andere Welten imaginieren. Denn die Welt an sich, in der wir leben, könnte uns gar nicht glücklich machen. Irgendwer kam auf die Idee, uns diese Welt als Vorlage hinzustellen. Denn das Leben insgesamt ist wenig schön, es ist nicht leicht zu ertragen, es ist für die wenigsten Menschen lustig, es ist sehr schmerzhaft, es ist voller Gewalt, ja die ganze Thematik der Zuflucht. Und dann kommt der Satz, vielleicht ist die Zuflucht ja unsere vornehmste Aufgabe. Was diese Sätze in extremo bedeuten könnten, hat Thomas Henke in seiner nächsten Intervention in diesem Film parat. Zu sehen ist ein schmuckloser Bau der Nachkriegszeit. Antennenschlüssel für das Satelliten-TV werden von der Kamera eingefangen. Es kommt die Stimme. Die Ewigkeit ist ein Bruchteil unendlichen Augenblicks. Augenblicke voller Glück und Liebe geben sich ein Wechselspiel mit Augenblicken voller Leid und Schmerz. Keine Träne bleibt ewig warm. Tränen des Triumphs, der Freude und der Entbehrung rinnen durch die Ewigkeit und bilden zusammen den Strom der Empfindung. Rinnsale schmücken so die Ewigkeit. Morgen. Die so schreibt, ist bzw. war eine junge Frau, geboren 1974. Sie konnte aufgrund ihrer Erkrankung keine Tastatur mehr bedienen. Wir verstehen sie längst nicht mehr. Nur mehr ihre Sprachtherapeutin übersetzt ihr mühsam Gesagtes. Aber sie wird noch, bevor sie im Dezember 2019 sterben wird, ihr erstes Buch geschrieben haben. Literatur als Ort der letzten Zuflucht. Ihr Name steht im Nachspann Julia Ney. Sie war eine, wenn ich mich recht erinnere, haben Sie es gesagt, Schulkollegin von Thomas Henke, blitzgescheit. Ihre Krankheit, Friedreich-Ataxie, war in der Pubertät ausgebrochen. Es fing mit Gleichgewichtsproblemen an, berichtet sie. Seit ihrem 15. Lebensjahr war Julia Ney auf den Rollstuhl angewiesen. Häufig werde die Krankheit mit Multiple Sklerose verglichen. Die später studiert habende Literaturwissenschaftlerin berichtet, dass sich ihre Behinderung immer weiter verschlechtert. Im Film 5250. Das Hauptproblem ist, wie sie sagt, die Sprache, dass man sie nicht mehr verstehen kann.
Mit der Verschlechterung ihrer Behinderung komme es dazu, dass sie sich immer mehr zurückziehe. Ja, es spielt sich ja ein Drama ab, weil der Verlust von Sprache und Sehkraft bei ihrem wachen Geist das wohl Schlimmste ist, was man sich vielleicht vorstellen kann, wenn es darum geht, dieses Leben hier lassen zu müssen. In dieser jahrelangen Situation schrieb sie ein Buch, aus dem die oben erwähnten Zeilen stammten. Und weitere zwei. So entsteht der Eindruck, als ob sich eitrige Finger an die Unendlichkeit klammern, während den Wurzeln der sichere Halt enthoben ist. Nun lebt sie nicht mehr, wie auch wir eines früheren oder späteren Tages nicht mehr leben werden. Thomas Henke hat auch ihr mit diesem Film ihrem mit unendlichen Abgründen versehenen Sprachzufluchtsraum ein bewegendes Denkmal gesetzt. Wie sterben? Ich überspringe jetzt einige Minuten und halte wieder an, wo ein letztes Gesicht in den Film auftaucht oder in den Film seinen Auftritt hat. Er sei konfrontiert mit Menschen, die in die Situation des Lebens kommen, wo es einem den Boden wegziehe, wo, Zitat, alle bisherigen funktionierenden Konzepte nicht mehr funktionieren, Zitat Ende. Die letzte der parallelen Suchbewegungen in diesem Film gilt dem Leiter einer Palliativstation in einem jüdischen Krankenhaus, Stefan Probst. In dieser Situation bräuchten Menschen, sagt er, erstmal Halt. Sie brauchen viel Zuwendung, weil sie in einer Krankheitssituation sind, die sehr existenziell bedrohlich sind. Es sei die, Zitat, Angst vor dem Sterben, vor dem qualvollen Tod, vor Würdeverlust. Es sei auch sehr stark die Sinnfrage da. Viele Menschen beschäftigt das Thema Würde. Viele sehen auch die Würde verletzt, wo sie ihre Funktionalität verlieren. Dort, wo diese Menschen das Gefühl hätten, dass sie anderen eine Last seien, bräuchten diese Menschen eine Wertschätzung, die in Begegnung und Beziehung basiert. In den Gesprächen mit den Sterbenden stellte sich der Palliativmediziner Probst oft vor, wie würde ich in dieser Situation mit meinem Gegenüber sprechen? Daraus, so gesteht er, nehme er schon sehr viel mit. Man sortiert, priorisiert, was die wirklichen wichtigen Dinge des Lebens sind. Das helfe auch, in seinem eigenen Leben den Sinn zu finden und in dem vielen, was man tut und worüber man nachdenke, sei der Gedanke da, was bleibt davon? Es schärft die Wahrnehmung davon, was intensiv ist. Es bringt einen manchmal auch dazu, für sich so etwas wie ein ethisches Vermächtnis zu formulieren und zu wünschen. Das ist etwas, was von mir mal bleibt, wenn ich nicht mehr bin. In der Begleitung, so Probst, entstehe eine Beziehung zu den Menschen. Im Laufe der Zeit verändere sich dieser Dialog in den Dingen, die noch Stück für Stück zu besprechen seien. Es sei weniger das Biografische und auch weniger das Medizinische. Es wird spiritueller und manchmal auch nonverbaler. Dann, wo man glaubt, dass alles besprochen sei, sei man nonverbal miteinander verbunden. Man spüre das Loslassen können. Und das sich darauf einlassen zu können, dass es jetzt auch gut ist, wenn das Leben zu Ende geht. Es könne auch als Abschluss, als Abrundung in dieser intensiven Begleitung erlebt werden. Doch, so schränkt er freilich ein, gibt es Patienten auch in einer anderen Lebenssituation. Eine junge Mutter mit einem neugeborenen Kind, die wir kürzlich begleitet haben, konnte bis zur letzten Minute nicht loslassen und hat um jede Sekunde mit unglaublicher Kraft gekämpft, am Leben zu bleiben und so lange wie möglich noch dieses Kind sehen zu können, diesem Kind noch irgendetwas geben zu können.
Der Kamerablick wechselt in die Gänge der Station. Man meint, den Geruch zu riechen, die diese Gänge aussenden. Man sieht auch den kleinen Rosenstrauch aus der Perspektive des Außen. Was auch passiert, sagt Probst, ist das Spirituelle. Dass man das Göttliche, das Transzendente bzw. etwas Höheres erleben kann. Man könne dies, so Probst, sehr intensiv im Kranken erleben. Schutzschilder, die wir in unserem Leben aufbauten, brechen in der Situation der Krankheit zusammen. Der Mensch werde ganz er selber. Die vermeintliche Reduktion führe zum Gewinnen menschlicher Größe, Zitat, weil die Krankheit alle diese ihm vorgegebenen Rollen wegnimmt. Die Bedingung für ihn als begleitenden Arzt und an sein Palliativteam sei, sich selbst vollkommen zurückzunehmen. Dass man sich selbst ganz auf das Gegenüber einlässt. Ich muss meine Konzepte mal weit zurückstellen, um rauszufinden, was für mein Gegenüber, den Kranken, das Wichtige ist. Indem man sich auf das Gegenüber einlässt, ist jede Begegnung eine komplett andere. Und schließlich heißt es auch sehr deutlich, und alle, die jemals in einer derartigen Situation waren, wissen vermutlich, wie schwer das sein kann, diesen Lebensentwurf zu akzeptieren, sagt er, und nicht in Frage zu stellen, auch Hoffnungen, die er hat, oder Erklärungen für seine Erkrankungen nicht zu werten oder zu korrigieren, sondern hinnehmen zu können, nicht darüber zu urteilen, sondern dies mitzutragen und seine letzte Lebenszeit in diesem Bild gestalten zu können. Zitat Ende. Natürlich könne dies manchmal auch eine Zumutung sein für ein Team, für die Palliativstation, gesteht der Experte. Aber das ist das Beste, was wir tun können, dass ein Mensch so stirbt, wie er die ganze Zeit auch gelebt hat und ganz sich selber treu bleiben darf. Mit seinen ihn kennzeichnenden Schnitttechniken, die wir auch aus dem Film der Antworten bereits kennen, lässt Thomas Henke die Stimme in einer besonders intensiven Wahrnehmungssituation aus dem Schwarz sprechen, ehe nach einigen Sekunden wiederum das Gesicht erscheint. Wie der Probst, es existiert am Lebensende eine ganz eigene Stimmung. Ich vergleiche es oft mit der Geburt. Wenn man Vater oder Mutter geworden ist, kennt man auch diese Situation. Wenn neues Leben entsteht und geboren wird, nimmt man viele Dinge wie mit einem Verstärker wahr. Man hat plötzlich ganz andere Antennen. Dieses Gefühl sei am Lebensende auch. Das beschreiben viele Sterbende, aber auch die, die Sterbende begleiten, können dies ganz intensiv wahrnehmen. Das erlebe er nicht in jedem Fall, aber in jenem Fall, wo eine intensive Beziehung zustande kommt, erlebe es. Das sei dieses nonverbale oder spirituelle Kommunizieren, das da stattfindet, wo viel auch über Blicke geht. Das ist etwas, was man spürt, körperlich spürt. Man spürt das in diesen Begegnungen sogar körperlich, in dem Zeitverbringen mit dem Menschen, der gerade stirbt. Angst, Aufregung, Ekel körperlich zu spüren, sei irgendwie naheliegend. Aber dieses Friedliche am Lebensende. Das kann man auch körperlich spüren. Dies sei, so der Palliativmediziner Probst, ein Privileg, dieses Gefühl, das erleben zu dürfen und es regelmäßig erleben zu dürfen. Ein letztes Mal erscheint dann wieder die Projektion im Film. Beim Begleiten eines Sterbenden erlebe man, so Probst, auch eine Beruhigung. Wenn man Transzendenz, also das Gegenteil von Immanenz sieht, ist ja unser Leben und unser Festhalten in dieser Welt das, was das Loslassen und das Sterben so schwer macht. Wenn dieses Friedensschließen das ist, was dieses Festhalten öffnet und löst und in der Transzendenz auflöst, dann ist das Beruhigende am Sterben. Sich auf die Persönlichkeiten einzulassen bis zum Schluss, das sei ein Zugang des Begleitens Sterbender.
Das könnte zum Beispiel auch heißen, dass eine 20-Jährige ihr letztes Silvester in der Palliativstation mit ihrer Clique gefeiert habe. Ja, es war sehr laut und man musste nachher renovieren. Aber es war das Beste überhaupt. Das waren die letzten Worte des Palliativmediziners. Des Palliativmediziners in diesem Film. Ein letztes Mal kommt die Exit City ins Bild und die Protagonistinnen dieses Films. Felicitas Hoppe, Schwester Luitgardis, Thomas Macho. Wir erfahren noch einmal geschnittene Sätze zur letzten Zuflucht. Wir erfahren auch von der Hilflosigkeit der Nonne. Für einen 15-Jährigen, der eine lebensgefährliche Herzoperation hatte, beten zu sollen. Der Auftrag ihres Gegenübers, er möchte so gerne leben. Sie lege das Anliegen in die Pietà im Kreuzgang des Klosters, sagt sie, die dem Kloster geschenkt worden sei. Wir werden von ihr noch einmal auf den Schutzraum hingewiesen, der über Raum und Zeit hinausgeht. Wir erfahren mit verhaltenem Lachen den Satz, dass für die Schriftstellerin die letzte Zuflucht nicht dieses Leben sei. Ich sehe die Zuflucht nicht hier, sagt Felicitas Hoppe. Was heute Zuflucht ist, könne morgen schon Kerker sein. Alle Zufluchten hier seien wie Vorhöfe einer letzten Zuflucht. Es sind nur Schatten, die vorausgeworfen werden. Und wenn ich dieses Leben mal hinter mir habe, dann bin ich wirklich in Sicherheit. Wir erfahren von ihr, dass das Ziel der Veranstaltung, das war ein Zitat von ihr, das ist also das Leben, dieses sei, das Leben ordentlich fertig gelebt zu haben. Und dann kommt der Nachsatz und ich hoffe, dass ich dafür belohnt werde. Punkt. Blick, verhaltenes Lächeln, ausatmen. Wir erfahren schließlich vom Philosophen Macho, dass man nur freigegeben werden könne, wenn man selbst frei gibt. Das Gehen lassen, das Geschehen lassen, so der Philosoph, könne man nicht als Technik lernen, sondern es passiert einem. Und der Satz von Thomas Macho, der gerade noch in seinem historischen Aufzug der Kaiserallee 5 in Berlin nach oben in seine Wohnung gehoben wurde, klingt mit einem langen Lächeln aus. Wir erfahren schließlich auch den Wunsch des den ganzen Film über erzählenden Vaters. Den Kreislauf der Gewalt und der Enttäuschung, die sein Adoptivsohn mit dessen leiblichem Vater und der wiederum mit dessen Adoptivvater teilt, durchbrechen zu können. Wir erfahren, dass er selbst diesen Adoptivvater des leiblichen Vaters seines Sohnes, als er schon dement gewesen sei, im Krankenhaus besucht habe und sich dieser nicht sehnlicher gewünscht hätte, als dass er von seiner Adoptivtochter noch einmal besucht werden würde. Er hatte ihn am Anfang seiner Geschichte kennengelernt. Dann sagt er, das werde ich nie vergessen, diesen Mann vor mir zu sehen, der damals noch einigermaßen im Leben stand. Das war ein gebrochener Mensch, der nicht verkraftet hat, dass er das, was er wollte, nicht geschafft hat. Es sei wieder so gekommen, wie er es erlebt hatte. Damals sei er so froh gewesen, dass, Zitat, sein Enkel jetzt eine Familie hatte, wo er die Hoffnung wieder hätte, dass das, was er nicht geschafft hat, ich vielleicht schaffen würde. Ich habe in diesem Mann eine unendliche Trauer gespürt. Er hatte zwei Kinder zu sich genommen. Der eine Sohn ist schnell gestorben und die Tochter hat ihn auch verlassen. Seine Adoptivtochter habe ihn am Ende seines Lebens nicht besucht. Dieser Mann hat einen solchen Schmerz in sich. Ich hatte mir gewünscht, dass ich nie so werde wie er. Und dann, ich weiß es nicht, ob es nicht doch so kommen wird. Der Satz endet in stillen Tränen und im Schwarz des Filmschnitts.
Die ewige Wiederkehr also, von dem die Buddhisten sprechen, von dem Friedrich Nietzsche sprach, diese ewige Spirale der Gewalt zu durchbrechen, das wäre die wahre Zuflucht des Vaters, dem die Rahmenhandlung in diesem Film gewidmet ist. Er hat Angst vor seinem Adoptivsohn, bekennt er, wenn er ihn besuchen geht, das heißt mehrere Stunden Zugfahrt. Wenn ich frage, soll ich wiederkommen, dann kommt das Ja. Aber wenn er kommt, kommt ja nicht nur er. Es kommen auch die Ängste, die Enttäuschungen, es kommen die Erinnerungen an die schöne Zeit, die nicht mehr da ist, mit. Es kommt also auch das mit, was sein Sohn mit Druck beschreibt. Er hat zu sagen lernen müssen, Zitat, du kannst es entscheiden, wie lange ich bleibe. Wenn es nur 10 Minuten sind, dann gehe ich auch. Der Film endet mit einem überraschenden Hoffnungsblick. Denn er lässt seinen Sohn sprechen und seine Aufforderung, bleibe noch. Lass uns noch etwas gehen. Kannst du vielleicht mein ganzes Gepäck tragen? In dieser Situation ist längst die Exit City ein letztes Mal eingeblendet. Und der Vater versucht noch einmal die Lebenslage seines Sohnes zu beschreiben. Er hat ja alles bei sich. Schlafsack, Wolldecken, Pfandflaschen, alles, was man braucht, um zu überleben. Er trägt diesen Rucksack eine Weile und merkt, wie schwer das ist. Und sagt, Zitat, wie wichtig es ist, 20 Minuten mal ohne diese Last zu laufen. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, das ist das Ende dieses bewegenden Filmessays von Thomas Henke, der sich meanderhaft entwickelt, fortschreibt in immer neuen Bewegungen, tiefen Schnitten, Schichten, Erzählungen, Unterbrechungen. Er taugt nicht für eine flotte Filmankündigung, kein Pressetext kann auch nur annähernd vermitteln, was in diesen 2 Stunden auf seine Betrachterinnen und Betrachter einströmen wird. Das Motiv der Reise, das den Anfang mit dem Wohnmobil markiert, die Erinnerung, ein Kind zu sich zu nehmen, endet mit dem Abnehmen der Last des scheinbar Gestrandeten wenigstens eine halbe Stunde lang. Er lässt da, wenigstens da, die Liebe zu, die sein Vater ihm ein Leben lang geben wollte. Es sind tiefe Bilder, die uns Thomas Henke hinterlässt, keine überheblichen Ratschläge in den verletzlichsten Phasen des Lebens, sondern Erzählungen des puren Lebens, wie in Spektralfarben verdichtet und im Leben geeicht, aus den Feldern der Psychiatrie, der Philosophie, der Poesie, der palliativen Begleitung und der Theologie bzw. eines lebenslang praktizierten geistlichen Lebens. Darin werden seine Protagonistinnen in einer unerhörten Größe und Tiefe porträtiert. Wie man einen Film komponiert, aber ist die Leistung des Regisseurs. Welcher Ton eingesetzt wird, bestimmt die Atmosphäre der Erzählung. Der Regisseur ist hier auch der Cutter. Welche Sätze wo gesagt werden dürfen, bedingt auch die Filmerzählung. Dass man sie aber an einer gewissen Stelle setzt, das ist nicht einfach Schnittkunst, sondern die besondere Kunst von Thomas Henke als Filmemacher. Mit diesem Film ist ihm ein ganz außerordentliches Werk über die letzten Dinge, wie das die alte Theologie einmal so lange genannt hat, gelungen. Ich würde sogar noch weiter gehen, der Film der letzten Zuflucht zählt zum Besten, was dazu in letzter Zeit mit der Sprache der Kunst gesagt worden ist. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.